Vielleicht. Im Leichensack, mein Freund. Im Leichensack. So, okay, dann schauen wir uns hier mal um. Oh, mit dem Lichteinfall. Guck dir das mal an, Kenny. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das hat halt diesen VHS-Charme. Hm, steh drauf. Steh ich einfach drauf. Party. Schlüsselkarte benutzen. So, na dann, lass mich mal rein hier. Oh, fuck, 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 fuck. Ich muss mal wirklich lernen, irgendwie mehr die Schreibtische zu benutzen. Nur Seeks'n Angestellter Ransom hier. Ich sende ein paar Proben zur Untersuchung rüber. Hier dran sollten so wenig Angestellte wie möglich beteiligt werden. Halten Sie Informationen geheim und erstatten Sie nur an mich Bericht. Falls irgendetwas an die Öffentlichkeit dringt, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Ihre Karriere zusammen mit Sevastopol untergeht. Da sind so einige Unregelmäßigkeiten auf Geminis Konten. Tun Sie mir diesen Gefallen und ich werde Sie nicht vergessen. Was Sie da unterschlagen, wird Ihnen wie Peanuts vorkommen. Tun Sie das Richtige. Hm. Ich glaube, ich besorge mir mal so ein Ding irgendwann. Klingt witzig. So, Folsom, was soll ich? Warte mal, könnte ja tatsächlich nochmal eine Dose. Mal ein Minikit benutzen. Und ein neues gebaut. So. Fuck. Und geil, dass alles ist hier abgepolstert. Alles. So, bitte komm jetzt nicht hier vorne raus. Please don't, ey. Oh, Schakalaka. Hin. So, klang für mich jetzt gerade so, als wenn es wieder in den Lüftungsschacht gedüst ist. Oh, setzt doch ein bisschen entspannte Musik ein. Nein, Alter. Sendete, was hat sich denn da jetzt? So, lass mal schnell. Schnell. Scheiße. Okay, es ist auf jeden Fall draußen. Komm, los, hau ab. Mach hin. Wait, ich bin drin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauch bloß die Karte. Oh Gott, Alter, ich habe diese Folge so dermaßen oft Schwein gehabt, ey. Oh. Alter. Wie? Weltraumspazier? Again? Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Notfallluftschleuse? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mit Descent immer wieder für ein Quatsch.
Vor allen Dingen, er hat auch seinen Plan immer noch nicht erzählt. Oh. Oh. Was ich allerdings noch sehr interessant fand, ist, dass ich vorhin ja nicht in den Lüftungsschacht in die irgendwann. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen irgendwie. So, schnell mal neue Batterien reinmachen. Ich verstehe ja nicht, gefühlt muss ich jedes Mal hier neue Batterien reinmachen. Doch die Taschenlampe eigentlich so irgendwie nie an. Oder ist das immer dieselbe Batterie, die ich hier tausche? Ich immer fix auf sterbe. Oh. Blau? Ist das eine Kamera? Das ist von draußen, ne? Irgendwie. Hier so, ist nicht. So. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man nicht ab und zu in so eine nagetierhafte Totenschockstarre verfällt. Sich immer noch weiter bewegt. Alter. War das so was Schönes zum Speichern? Wo ist denn das? Aha, okay, alles klar. Wir müssen also doch nochmal in den Schacht zurück. Schade, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich würde mir gerne noch ein bisschen mehr angucken. Aber ich würde auch erst wirklich gerne erstmal speichern. Vorne, ne? War das? Jetzt doch piepsen. Na, und die kommen nie raus. Das ist ja toll. Das ist ja richtig schön. Okay, also in dem Bereich, wo ich eigentlich hin muss, hier, kommt nicht rein. Also, beziehungsweise komm nicht raus, irgendwie. Okay. Gut, dann muss es irgendwie einen anderen Weg geben. Oh Mann. Strom wieder herstellen. Dann würde ich tatsächlich mal probieren, oberirdisch weiterzukommen. Kein Wunder, dass ich hier ständig drauf hier, weil ich mich irgendwie durch irgendeine Scheiße irgendwie will irgendwas aktivieren und schmeiß irgendwie eine Leuchtgranate weg. Oder renne plötzlich. Strom wiederherstellen. Ey, ich würde wirklich so dermaßen gerne mal safen wollen jetzt irgendwie. Würde ich schön finden. Würde ich einfach, würde mich durch die Bank weg beruhigen jetzt hier erstmal. So. So, und ich denke, irgendwie, das wird hier wahrscheinlich nachher sehr schlimm mit dem Ehen werden.
Ach Gott, dann können wir uns schon mal merken, die ganzen Teile hier. Mann, wieso denn? Und ich bin weg. Gleich mal instant erstmal in die Ruhe rein. Wie wäre denn, wenn ich jetzt hier rüber komme? Ich da vielleicht raus? Was hier? Ja, ne? Ja. Was ist denn das für ein Mist, Alter? Warum ist denn hier nirgends von Ausgang hier zur Mitte? Das ist doch Käse. Wie soll man das denn schaffen? Oh, scheinbar hat jetzt der Kampf nicht unbedingt den Ehren auf den Plan gerufen. Von daher probier ich es mal weiter. Ja, nicht looten. Ist ja blöd. Ach Gott, ey. Ach, schön, ey. Tatsächlich. Finde ich gut. Sieht schön aus. Bisschen Sonnenstunden abgreifen. So, und kann ich jetzt rein hier? Bitte, bitte, bitte. Die Schunkel da irgendwie mit dem. Jawohl. Sehr gut. Hooray. Nee, ich würde gerne erst speichern. Bevor der Mist losgeht. So, einmal safe für Dave. So, zack. Voll. Schade. Dave, sag mal, besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ich mein Inventar noch erweitere? Durch irgendwas? So einen Rucksack finden oder so? Eine schmucke Gürteltasche. Das wäre cool. Komm, weiß ich nicht mehr. Hör auf, Alter, Dave. Du kennst das Spiel in- und auswendig. Willst es mir bestimmt nur nicht sagen jetzt. So, hier haben wir immer Zahnpasta. Komponente B. So, okay, dann lösen wir die Falle aus. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstoff. Was? Warte, kennt keine Ahnung, wie ich jetzt machen soll. Registriert. So, okay, wir müssen jetzt also da durch. Wieder zurück. Und scheinbar hier. So, na dann. Let's hack den Schnack. Was? Warum? Nein, 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 nein. Ja, fand das irgendwo nicht so gut hier. Mist, ey. Das ist sowieso geil hier so auf dem Schreibtisch versteckt, ey. Der Vater, namens Steve. Na, grüß dich, wie geht's dir? Bist du denn so wieder so halbwegs am Genesen, Vater?
So, ich hab's jetzt auch wieder angegriffen. Das heißt, jetzt ist natürlich wieder mega piss, das Alien irgendwie. Heißt also, ich werde jetzt hier erstmal eine ganze Weile keine Ruhe haben. Heute ist der zweite Dienstag. Ist heute schon Dienstag, ne? Was, Vater? Was? Ah, schade. Eins der Kids ist noch. Trinkelt noch. Der zweite Dienstag ist auch geil. So, das kannst du jetzt nicht gewesen sein, das kann doch jetzt nicht einfach weg sein. Also den Frieden traue ich jetzt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt gerade der Code falsch war. So, und zwar Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Gefahrenstoffleck bestätigt. Sicherheitsverfahren eingeleitet. Ja, geh weg! Achtung! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Hat sich wirklich verkrümelt, wa? Oh Gott, dann kommen die aus dem Labor. Hab ich irgendwas wichtig verpasst? Naja, bedingt. Also, wir sind weitergekommen. Also wir sind quasi, wir sind nur auf einer anderen Station. Wir sind immer noch dabei, das Alien irgendwie zu fangen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig irgendwie. Jetzt hat der Marshall noch eine andere Idee gehabt, irgendwie, wie wir das eventuell hinkriegen, während wir anscheinend die ganze Zeit der Köder sind, weil das Alien wohl sehr fixiert auf uns ist. Das funktioniert so semi-geil, sagen wir mal so. Also wir konnten die halt auch nicht im Treppenhaus einsperren irgendwie und jetzt sind wir quasi hier in den Synthese-Labors. Und versuchen immer noch diese Ehen irgendwie einzulochen. Irgendwie. Aber es sieht nicht gut aus, Vater. Es sieht nicht gut aus. Dafür hält sich meine Death Rate heute noch relativ gut irgendwie. Also, ne, schön auf Holz geklopft irgendwie. Man weiß ja nie, was man auch passiert. Aber derzeit geht's noch. So, Ehen hat sich jetzt nach oben wieder verpisst. Du schaffst das. Schakka. Dankeschön. Na, hier geht's hier raus. Was soll's? Laufen tue ich jetzt nicht. Achtung! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ich bin ruhig und ich gehe zum nächsten Ausgang. Bitte lasst mich das auch erreichen. Bitte. Bitte. Ich höre noch. Okay, na gut, dann probiere ich das jetzt mal. Wie wird man. So, okay, hier war, glaube ich, ein Ausstieg. Ja, hier ist ein Ausstieg. Und wir wären noch relativ weit draußen. Okay, finden Sie einen Weg in das Labor und aktivieren Sie die Primäre. Haben Sie es denn? Haben wir gemacht. Heißt also, wenn ich jetzt rausgehe, irgendwie ist anscheinend der Plan irgendwie, das Alien hier in dem Synthese-Labor einzusperren. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich denke, das wird in die Hose gehen. Ich glaube nicht, dass wir danach den Endscreen sehen und sagen, wow, hier sind die Credits. Das hast du ganz toll gemacht. Das Spiel ist vorbei. Kann's mir nicht vorstellen.
hört sich draußen an. Also, es hört sich an, als wenn es draußen wäre. Ach komm, wir probieren es jetzt. Wir fahren los, komm. Ist doch nicht euer Ernst. Die sprengen das ganze System ab. Die haben die ganze Ebene weggesprengt. Das darf doch nicht wahr sein. Echt jetzt? Oh, so schön als Bauernopfer. Bereit für Schildkraftreserve. Geil. Schön. Ich glaube, das Ehen wird jetzt nicht entspannt sein. Wieso denn, Alter? Hau ab! Na! Los, jetzt! Mach auf den Ding! Muss ich irgendwas machen? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt ruht alles. Geh raus. Ich tu es. Das Ding. Oh, holy moly, Alter. So, nun, ich bin trotzdem im freien Fall. Rein in den Suit. Zack, 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 zack. Mann, los. Das war ja mein harter Cut gerade. Ach du Schande! Also, das war richtig Schwein gehabt, irgendwie. Nee, das war mal kein Schwein. Oh, jetzt haben wir Schwein gehabt. Jetzt erstmal. Halt dich fest. Ach du Schande, ey. Und einmal A drücken, bitte. Alter! Alter! Oh! Oh, das war ja eine Szene. Oh. Wo sind wir? Ach ne, das ist aber passend. Hier waren wir schon mal, oder? Hier waren wir schon mal. So, jetzt, ja, Marshall kriegt auf jeden Fall erstmal sofort einen Nackenschlag. Also, das geht ja gar nicht. Hallo? Hört mich jemand? Ripley? Sind Sie das? Ja, Wade. Ich,
Sie, absolutes Arschloch! Sie haben mich eingeschlossen! Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl! Überhaupt keine Wahl! Sie haben das Ding gesehen! Sie haben gesehen, was es anrichten kann! Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie! Ja, mit mir als Köder! Zum Verrecken! Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley! Es hat funktioniert! Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert! Die Station ist sicher! Das zum einen! Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund! Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende! Also ich bin mir nicht so sicher, dass das jetzt geklappt hat. Irgendwie. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. So, nehmen Sie den Aufzug zur Salomon-Galerie. Ach, krass. Na, wisst ihr noch, Leute, das war das erste Ausrufezeichen, wo wir nicht wussten, irgendwie, sollen wir nochmal zurückgehen? Jetzt könnten wir nochmal zurückgehen. Jetzt könnten wir nochmal zurückgehen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Erste Folge. Oh, Ich würde sagen, wir nehmen den direkten Weg, ne? Wie geht's euch hier laufen? Nee. Allerdings könnte ich jetzt... Lang ist's her. Verbesserung für die Ey, was? Hier kommt... Was ist denn los? Ich muss hier nochmal her? Weil ich die Verbesserung vom Ionschneider nicht habe? Weil es eine noch bessere Tür ist, oder wie? Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Apollo hat die Gefahreneinnehmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Hallo! Eine Pumpgun. Aber eine Pumpgun bringt halt auch eigentlich nur gegen menschlich gegen, aber irgendwie wirklich was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eben tot ist. Okay, das hatten wir schon aktiviert. Vater Grins. Natürlich, sie haben das eh doch ins All geschossen. Ja klar, hat auch in den Filmen immer funktioniert, war immer super. Das. Das kann mir doch keiner erzählen. So, tatsächlich wäre aber die Frage, ob wir wegen irgendwas noch backtracken müssten. Frage geht an der Stelle natürlich an Vater und Dave. Lohnt es sich nochmal wegen irgendetwas hier in den hinteren Bereich zu gehen? Wenn wir jetzt den Ionenschneider 1 haben, zum Beispiel. Na, können wir hier noch irgendwas Cooles finden, wo man sagt so, hey, wäre nochmal geil, weil das ist jetzt natürlich ein ganz schöner Weg. Na, und das ist jetzt halt, wäre die Frage, ob wir uns jetzt alle zusammen die Zeit ans Bein binden wollen. Oder ob es sich tatsächlich ja nicht lohnt. Und dann wirklich einfach nicht machen, ne? Oh, ich glaube, ich muss mal einen kleinen Bonbon hier. Nein. Dave, Vater, ihr seid verdammt still. Warum? Ah, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Findet man was oder dass man nicht mehr weiterkommt? Nee. Okay. Cool. Oh, nicht rein. Hallo, ich auch nicht. Merkwürdig. Was machen Sie hier? Tja, bin ich auch mal gespannt. Ob jetzt ein Alien kommt oder nicht. Glaube erstmal nicht. Erstmal. Ist aber geil, jetzt kann man so ein bisschen rumschlonzen hier. So, die Pumpgun benutze ich jetzt auch nur nicht aus Respekt, sondern einfach aus Tribute zu Benny irgendwie, der immer als allererste die Pumpgun nimmt und nicht auf die Munition achtet. Benny, this is for you.